Mein Name ist Michael Schittlack von der Wirtschaftsinitiative Smart Living Germany. In meinem Vortrag geht es darum, was ist der Smart Living Markt genau umfasst, was es bedeutet, welche Entwicklungen wir zukünftig zu erwarten haben und was die Aufgaben der Wirtschaftsinitiative Smart Living in diesem Umfeld sind. Folgende Situation: Die Wirtschaftsinitiative Smart Living ist ein Zusammenschluss von etwa, da steht 70, aber jetzt sind es schon 80 Hersteller und Initiativen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Aktivitäten in diesem Markt vernetztes Wohnen und Leben und auch Arbeiten zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Und das Ganze wird begleitet, und das ist ziemlich einzigartig, weil ich meine, es gäbe es wohl noch nirgendwo anders in Europa so in der Form, durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die eine Geschäftsstelle in Berlin haben, in der ich also arbeite, und die dann versucht, die Aktivitäten der Wirtschaft mit denen der Politik zu verzahnen, sodass wir synchron in die gleiche Richtung gehen. Und es geht darum, letztendlich Deutschland als Leitmarkt für das Thema vernetztes Wohnen zu entwickeln. Warum das so wichtig ist, das werde ich Ihnen gleich nochmal erzählen, warum wir denken, dass das auch für die gesamte Wertschöpfung in Deutschland ein enorm wichtiges Thema ist. Neben der Entwicklung des Leitmarktes haben wir natürlich auch die Aufgabe, visionäre Strategien zu entwickeln. Das heißt, wo entwickelt sich das Thema hin? Wie entwickelt sich das Thema Vernetzung im Allgemeinen? Und da gibt es ja schon viele, viele Entwicklungen, die Sie selber kennen, auch aus eigener Erfahrung, auf die ich gleich nochmal näher eingehen werde. Die Initiative ist jetzt bereits 2 Jahre alt. Die wurde genau hier gegründet, genau vor 2 Jahren auf der ISH in Frankfurt. Damals waren wir noch klein. Heute sind wir also, wie gesagt, über 80 verschiedene Verbände und Unternehmen. Und was wir vor allen Dingen denken, warum das so wichtig ist, sich mit diesem Markt zu beschäftigen, ist, wir reden heute nicht mehr über Einzelgeräte im Wesentlichen, sondern wir reden oft davon, dass Wertschöpfung häufig durch Vernetzung und durch Ökosysteme entsteht. Und Sie können hier sehen auf diesem Beispiel, dass wir heute bereits eine Menge in sich vernetzte Ökosysteme haben in Deutschland, auch weltweit. Die sind aber häufig isoliert. Das heißt, Ökosysteme, die sich rund um Komfortsteigerungen im Haus bewegen, vielleicht aber auch Assistenzsysteme, die älteren Leuten ermöglichen, länger in ihren Wohnungen zu bleiben. Ich rede dann auch von Sturzsensorik und Ähnlichem. Aber auch Einbruchmeldeanlagen, das Thema Homework oder Homeoffice, aber natürlich auch nicht zu vergessen, last but not least hier auf dieser Messe das Thema smarte Energie, Heizungen und auch natürlich vernetzte Bäder, die in Japan übrigens ganz normal sind, während es hier zulande noch eine äußerst seltene Erscheinung ist. Und nun geht es darum, diese ganzen Ökosysteme auch miteinander zu verbinden. Ich habe das mal beispielhaft hier illustriert. Hier ist nun die Heizung nicht dabei. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Natürlich gehört sie dazu. Aber so nach und nach stellen wir fest, dass sich immer mehr Hersteller dazu aufraffen und auch dazu bewegen, jetzt übergreifende Vernetzungsszenarien zu machen, um im Endeffekt ein Smart Home, Smart Building, Smart Energy als Gesamtökosystem zu kreieren. Im Moment ist es nun leider so, wir rechnen mit dem Durchbruch zum Massenmarkt in Deutschland erst ab 2020. Allerdings ist bereits heute schon so, die Sprachassistenzsysteme spielen sicherlich eine sehr große Rolle. Eine Rolle, mit der man vor 6 bis 7 Jahren eigentlich noch gar nicht gerechnet hat. Damals hat man nämlich gedacht, naja, das ist so ähnlich wie ein Smartphone. Man bedient halt etwas und dann passiert das. Aber Sie sehen ja selber schon, hat jemand von Ihnen Alexa zu Hause? Nur eine Person? Zwei? Also weltweit sind 100 Millionen bereits von diesen Sprachassistenten verkauft worden. Und wer so ein Gerät zu Hause besitzt, hat ja schon festgestellt, dass es nahezu täglich erweitert wird in seinem Anwendungsfeld, dass diese Geräte einen täglich besser unterstützen und verstehen. Und dass es, ich glaube, über 70.000 Skills inzwischen gibt für die Alexa, das ist nahezu unendlich. Über 4.500 Hersteller unterstützen das bereits. Ich will nur damit sagen, hier hat sich also quasi durch die Hintertür unbemerkt an allen Normierungsbemühungen in Deutschland einen Standard etabliert,
der nahezu, ich will nicht sagen beängstigend ist, aber es ist enorm, wie schnell das geht und wie gut das akzeptiert wird, weil die Preismarken besetzt werden von unter 40 Euro teilweise. Und diese Systeme bohren sich jetzt also natürlich in alle anderen Ökosysteme ein. Und was wir denken ist, von der Wirtschaftsinitiative, wir brauchen hier natürlich auch ein Gegengewicht in europäischen Technologien. Und das scheint uns ein ganz wichtiges Thema zu sein. Wir reden hier über große Umsätze. Weltweit sind fürs Jahr 2025 in diesem Umfeld Umsätze von weit über 250 Milliarden Euro prognostiziert worden. Das sind nicht nur Umsätze mit Geräten, die vernetzbar sind, sondern das sind auch Umsätze, die Wertschöpfung durch sogenannte Plattformökonomien entstehen. Also das sind Ökonomien, die jenseits der Gerätenutzung sind, wo echte Services oben aufgesetzt werden. Das Wachstum ist ca. 25-30% pro Jahr kontinuierlich und vermutlich sich noch beschleunigend in den nächsten 2-3 Jahren. Also ganz, ganz enorm. Und die Treiber dieser Entwicklung sind natürlich der Preis. Ich hatte gerade gesagt, diese Geräte sind ja schon für unter 30 Euro teilweise zu bekommen. Das ist aber nur der Teaser. Das nächste Thema, was weitaus mehr Gewicht haben wird, ist das Thema künstliche Intelligenz. Diese Geräte lernen extrem viel von den Benutzern, stellen sich darauf ein, werden täglich besser. Sie haben kontextsensitive Algorithmen, die täglich besser werden, sodass höchstwahrscheinlich ein vernetztes Heim, das ist also zumindest unsere Zukunftsvision, in 5-6 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, so weit ist, dass die Konfiguration, Parametrierung und alles, was damit zusammenhängt, überhaupt nicht mehr erforderlich sein wird, dass diese Geräte einfach in die Steckdose gesteckt werden, in irgendeiner Art und Weise konnektiert werden mit einer Wireless- oder Wired-Verbindung und danach sich die Geräte konfigurieren und selbst installieren. Also das ist mit Sicherheit zu erwarten, ähnlich wie es heute schon bei einem PC oder bei einem Smartphone ist. Interoperabilität ist natürlich ein extrem wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung davon haben, wie viele Geräte zu Hause bei Ihnen vorhanden sind. Elektrische Geräte, die irgendwie vernetzt werden können, rein theoretisch. Ein Familienhaus, sagt jemand mal eine Zahl, was meinen Sie, was da an Dingen da ist, die am Strom hängen, die auf Vernetzung warten? Red mal. Wie viel? 50, ja, ist schon sehr hoch geschätzt. Viele sagen 20, 30. Man denkt an große Sachen wie TV-Geräte, Heizung, vielleicht noch Waschmaschine. Aber in Wirklichkeit sind es im Durchschnitt eines deutschen Haushaltes heute zwischen 180 und 280 Geräten, die am Stromnetz hängen. Damit sind auch Lichttaster gemeint, damit sind natürlich Heizung gemeint, Motoren, Stellventile für Heizungen, alles das, was irgendwie elektrisch funktioniert und alles das, und das ist jetzt unsere Meinung dazu, wird auf kurz oder lang auch vernetzt sein. Es macht keinen Sinn mehr für die meisten Hersteller, in 5 Jahren Dinge anzubieten, die nicht mehr vernetzt werden können, weil sie dann einfach aus dem Markt geschossen werden. Und natürlich haben wir bei diesem Szenario auch das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Ganz wichtig, das ist auch ein Top-Thema bei unserer Wirtschaftsinitiative. Wir haben dafür einen eigenen Arbeitskreis, da komme ich aber später noch zu. Allerdings muss man dabei sagen, nach dem, was wir von dem Markt wissen, ja, es wird immer da viel darüber geredet, dass das wichtig sei, ist auch wichtig, aber tatsächlich reagiert der private Endkunde weniger sensibel auf diese Themen, sondern kauft in der Regel so ein Vernetzungsprodukt immer dann, wenn es für ihn einen Sinn macht und ihm das tägliche Leben erleichtert. Datenschutzbedenken sind dann eher zweitrangig. Nach unserer Auffassung verhalten sich die Kunden anders, als dass sie in Interviews meistens dann sagen. So, und die hohe Zahl von vernetzbaren Geräten zeigt ja auch, wie komplex das Thema werden kann. Wir haben im Grunde genommen müssen wir in der Initiative nicht nur Hersteller zu Hersteller synchronisieren, dass die Vorgehensweise abgestimmt werden. Hier auf der ISH
erlebt man also sehr gut, wie sich zum Beispiel das Elektrohandwerk und auch das Sanitärhandwerk miteinander inzwischen sehr gut abstimmen. Das sind also Themen, die wir vorantreiben. Aber es geht auch darum, dass sich Utility Provider, sprich Energieversorger, zukünftig abstimmen müssen mit Herstellern, mit denen sie vorher nichts zu tun hatten. Wie gesagt, auch Planungs-, Handwerks- und Installationsbetriebe und auch Anbieter von Mehrwertdiensten, wie zum Beispiel Security Services, bis hin zum ganz einfachen Pizzalieferdienst. Das sind alles Themen, die in dieses Ökosystem mit einfließen können. Und last but not least, die Wohnungswirtschaft. Die Wohnungswirtschaft hat natürlich auch ein großes Interesse, ist auch Teilnehmer unserer Initiative, dass das Thema vorangetrieben wird, weil hier ist es ganz einfach so, dass heute durch Wartung, Installation und Hausmeisterservices enorme Geldmengen aufgewendet werden, wo man erhebliche Einsparpotenziale sieht. Viele, viele Dinge können heute automatisiert abgewickelt werden, viele Wartungsprozesse könnten automatisiert werden, Ableseprozesse in den Einheiten, Mängelaufnahmen und Ähnliches, das alles kann man durch Vernetzung automatisieren. Und hier geht es natürlich auch um sehr sensible Dinge. Das besonders sensible Thema ist natürlich, es macht Sinn für die Wohnungswirtschaft, zum Beispiel Sensordaten zu haben über die Feuchtigkeitswerte in den Wohnungen, weil Feuchtigkeitsschäden in Mietwohnungen eines der größten Schäden sind, entweder durch Wasserrohrbrüche oder einfach nur durch mangelnde Lüftung. Aber andererseits können Sie sich natürlich vorstellen, dass die Mieter überhaupt kein Interesse daran haben, dass die Vermieter diese Detailinformationen bekommen. Und hier geht es jetzt darum, einen Weg zu finden, wie kann man dieses Problem lösen. Einerseits um Schadensreduktion, damit natürlich auch Mieten gering zu halten. Andererseits aber die Privatsphäre der dortigen Bewohner respektieren und auch einhalten. Das sind also keine einfachen Dinge, aber da arbeiten wir auch dran. Zusammengefasst. Die Wirtschaftsinitiative arbeitet also an einer branchenübergreifenden Kooperation. Aber wir sind auch Sprachrohr und zentrale Ansprechpartner in beide Richtungen. Also wenn die Wirtschaft zum Beispiel ein Thema hat, was sie von der Politik wünscht, dann sind wir der Ansprechpartner. Umgekehrt auch wünscht die Politik sich etwas von der Wirtschaft, vermitteln wir dies und tragen dies also entsprechend weiter. Wir sind auch Ansprechpartner für Medien und Leitmedien, wenn Sie Fragen haben zum Thema. Und was wir natürlich auch machen wollen, also das, was ich hier jetzt mache, ist, Sie sensibilisieren für diese Belange und was da eigentlich an Wertschöpfung dranhängt und an Bedeutung für den Standort. Wir wollen einheitliche Qualitätsstandards fördern und wir wollen natürlich auch im Endeffekt zielgerichtete Investitionen anstoßen und dadurch Arbeitsplätze in Deutschland sichern. Wir gehen sehr stark davon aus, dass die IT, also die Fähigkeit in Deutschland, IT-Skills zu entwickeln und die auch mit den entsprechenden Geräten zu verknüpfen, dass das ein wesentlicher Punkt sein wird, der neben die mechanische Verarbeitungsqualität hinzutritt, möglicherweise so übergewichtig wird. In der Automobilindustrie können Sie das sehr gut sehen. Wer hätte gedacht vor 10 Jahren, dass Menschen irgendwann Autos kaufen nach der Software? Heute ist es schon fast so weit, will ich mal sagen. Und Sie können sicher davon ausgehen, dass in 10 Jahren, wenn autonomes Fahren normal geworden ist, am Ende die Frage gestellt wird, welche Software hat die wenigsten Unfälle? Und entsteht ein völlig neuer Wettbewerbsrahmen für die Automobilhersteller auf einmal. Also wir müssen massive Anstrengungen in dieses Thema einsetzen, weil autonomes Fahren wird das Thema sein, wo sich der Wettbewerb der Zukunft ausrichtet. Und wir denken sicherlich, dass es auch in dem Haus im Bereich Wohnen eine ähnliche Entwicklung geben wird. Und wir müssen deswegen unbedingt sehen, dass wir Deutschland auch als IT-Standort in diesem Umfeld stärken. Das war auch mit ein Grund, warum die Kanzlerin jetzt auf dem IT-Gipfel oder Digitalgipfel 2018 erstmals das Thema sehr stark in den Vordergrund gestellt hat und gesagt, da müssen wir stärker werden. Hier kann ich Ihnen noch kurz eine Übersicht geben. Es ist über die Unternehmen, die bei uns engagiert sind. Das sind jetzt, eigentlich ist es nicht mehr ganz aktuell, es sind hier noch ein paar dazugekommen, sind jetzt über 50. Also eigentlich alles, was Rang und Haben hat und in dem Bereich unterwegs ist.
auch aus dem Bereich der Heizungsindustrie, auch aus dem Bereich der Sanitärindustrie. Dann haben wir inzwischen über 24 Verbände, was einzigartig ist, die alle bei uns engagiert sind und mitarbeiten. Und hier ist nochmal ein kurzer Überblick über die Struktur, über unsere Gremien. Wir haben zwei Kreise, also einmal den Lenkungskreis, der ist aus der Industrie besetzt, in diesem Fall repräsentiert durch Herrn Krabbe von ABB und Herrn Haug von der Hager Group. Und wir haben einen Strategiekreis, der aus Verbänden und Politik besteht. Hier repräsentiert durch die Frau Esser von der GdW und Herrn Jacobi vom ZVEH. Hinzu wird noch ein Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft, ein Staatssekretär, treten in Kürze. Der Lenkungskreis hat drei Arbeitsgruppen, die aktiv arbeiten. Das ist einmal die AG1, Markt und Leitbild, dann die AG2 zum Thema Recht und die AG3 zum Thema Qualifizierung. Ich kann noch eine Ebene tiefer gehen, will das aber auch jetzt nicht im Einzelnen auswalzen, nur dass Sie eine Vorstellung haben, was da genauer gemacht wird. Bei Markt und Leitbild geht es natürlich um Pressethemen, wie kommuniziert man das Thema in der Öffentlichkeit, wie sensibilisiert man Endkunden und auch Abnehmer. Dann geht es darum, welchen Nutzen haben Menschen eigentlich von dem Thema vernetztes Wohnen. Diese Use Cases erarbeiten wir und versuchen industrieübergreifend diese Use Cases abzustimmen. Es geht um Rahmenbedingungen, da geht es um Politik. Ja, das passiert manchmal, dass die Wirtschaft gute Ideen hat, die Politik anderer Meinung ist, wirtschaftliche Entwicklungen dadurch behindert werden. Und wir wollen das versuchen, möglichst hier zu vermeiden, weil es sich um ein sehr zukunftsorientiertes Feld handelt mit hoher Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland oder hohen Chancen, andersherum auch ausgedrückt. Und wir haben eine Taskforce zum Thema Forschung und Innovation, wo wir also Forschungskräfte bündeln, wie zum Beispiel das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der Fraunhofer und ähnliche Forschungsinstitute, die hier in konzertierter Aktion mit der Industrie arbeiten. AG Recht und Sicherheit geht natürlich auf IT-Sicherheit, logischerweise, was extrem wichtig ist, dass wir sichere Systeme bauen in Deutschland, und Qualifizierung geht es um das Handwerk, dass das Handwerk Schritt halten kann mit der technologischen Geschwindigkeit, dass wir da massiv investieren und Gas geben. Ja, das ist das, was wir machen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne jetzt auf mich zukommen. Ich bin noch eine Weile hier. Wir haben hier vorne unseren Stand hier um die Ecke. Stehe ich auch gerne nochmal für Einzelgespräche zur Verfügung. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke.